Hallo, ich begrüße euch sehr herzlich. Wie ihr hier gleich bei dieser Flasche erkennen könnt, seht ihr gleich, welches Kation ich heute nachweisen möchte, und zwar das Zinn-Zweifach-Plus-Kation. Und wie man hier erkennen kann, habe ich schon mal was davon in eine Petrischale getan. Und wir werden dies hier mal gleich mit etwas verdünnter Salzsäure auflösen. Ein klein wenig umrühren und einen Nachweis mal nicht mittels Niederschlag, sondern mittels Lumineszenz zu machen, einer Lichterscheinung. Und da gehen wir wie folgt vor. Und zwar werde ich, ihr seht hier, eine Kaliumpermanganatlösung. Das nehme ich, die Farbe brauche ich als Kontrastmittel, um die Lumineszenz erkennen zu können. Da wird dann hier eingetaucht und unter einer Bunsenbrennerflamme gehalten. Und um das Ganze besser zu sehen, müssen wir dann ein klein wenig verdunkeln. Also, hier ist nochmal die Kaliumpermanganatlösung. Da muss ich jetzt hier nur ein klein wenig eintauchen und Probe aufnehmen. Dann die Bunsenbrennerflamme stärker aufdrehen und verdunkeln. Und jetzt werde ich ganz nah an die Spitze heranzoomen. Und dann sollte hoffentlich die Lumineszenz erkennbar sein. Ja, man kann es hier ganz leicht erkennen, und zwar, dass ich hier sozusagen hier eine blaue Verfärbung haben. Ich mache das Ganze jetzt nochmal. Also man muss schon genau gucken, aber man kann es eigentlich ganz gut erkennen. Und das ist ein typischer optischer Nachweis für ein Zinn-Zweifach plus Kation. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.